Moin, liebe Leute, herzlich willkommen zu einer nicht regulären Folge Barbecue Madness, sondern einer Barbecue Madness Produktvorstellung. Ich bin hyped, Leute, ich wollte es euch nicht vorenthalten, denn schaut mal hier, lange hat es gedauert, unsere Edelstahlplansche von euch allen, ich sag einfach von euch allen, alle haben mitgemacht, von euch allen da draußen gewünscht, nein, also von sehr, sehr vielen gewünscht, unter anderem natürlich auch von mir, ist endlich fertig und ich zeig das mal, Sebi, guck mal hier, ich zeig das mal, da war nur die Verpackung. So sieht das gute Stück aus und ich sag euch, wir haben viel rumexperimentiert, viel rumprobiert im wahrsten Sinne des Wortes und nachdem wir rumprobiert haben, haben wir auch diese Platte getestet. Und ich muss sagen, unsere Ingenieure haben ganze Arbeit geleistet, weil das Ding ist ziemlich schwer. Sebi, komm noch mal komplett ran hier. Guck dir das mal an. Also wir haben diese Plansche bedeckt für den Earl, ist das jetzt, Leute. Es gibt die sowohl für Earl als auch für die Fred-Serie. Das ist jetzt die für den Earl. Das ist eine doppelte. Also die geht über zwei Roste, damit wir wirklich so ein bisschen Flat-Top-Feeling haben. Flat-Top-Feeling ist quasi das, wenn er so eine große Grillplatte hat, die elektrisch oder mit Gas beheizt wird, wo ihr halt wirklich eine komplette Plansche, eine komplette Grillplatte habt, wie zum Beispiel auch in Burgerläden. Das ist ein Flat-Top und wir haben es extra größer gemacht, damit ihr, falls ihr mal irgendwie mehrere Leute bespaßen wollt, falls ihr mehrere Patties draufpacken wollt, falls ihr Philly Cheesesteak für eine ganze Meute machen möchtet, haben wir die auch in dieser großen Form. Es gibt die aber auch in der Hälfte, also nur für einen Grillrost. Und ihr merkt schon irgendwie, ich bin ein bisschen aufgeregt. Guck mal, komm mal, jetzt musst du wirklich rankommen. Komm, rauf durchs Bild, kannst ja wegmachen. Guck dir das mal an hier. Das sind 4 mm VG2 Edelstahl. Also, geil, leitfähig, speichert die Hitze, deswegen extra dick, Leute, weil Edelstahl leitet ja die Hitze ganz gut, ist jetzt aber nicht so ein geiler Wärmespeicherer wie jetzt Gusseisen zum Beispiel. Deswegen müssen wir da ein bisschen das Material dicker machen, um auf die gleichen Eigenschaften zu kommen. Mega massiv, das Ding wiegt, oh, bestimmt, weiß ich nicht, können wir mal nachgucken, aber ich kann ja immer so schlecht schätzen, aber ich würde mal sagen, das wiegt bestimmt so 5, 6 Kilo. Wir blenden es hier unten mal ein. Bernhard-Logo natürlich hier oben drin, Leute. Und hier, ich guck mal durch. Sie, wie siehst du das? Siehst du mich? Ah, reingeguckt. Hier vorne haben wir extra dann so ein großes Loch hingewälzt, damit ihr dann auch überschüssiges Öl quasi einfach hier vorne vorbei an den Brennern, dass auch wirklich nichts entflammt, dass nichts in Flammen aufgeht. Es läuft an den Brennern unten im Grill vorbei und dann in eure Fettauffangschale und beziehungsweise aufs Fettblech. Also mega safe. Ich bin hyped, Leute, und ich zeige euch jetzt einmal, wie wir das einmal fertig machen, also einmal ganz kurz einbrennen, ready machen zum Grillen. Und dann würde ich sagen, Sebi, Roxy ist übrigens auch da, hallo Roxy, dass wir das einmal klassisch mit Wurst, Steak und ein paar Zwiebeln einmal einweihen und den Leuten zeigen, wie das aussieht. Seid ihr dabei? Ja, yeah, ja! Yeah. Wir machen eine B-Roll, wie wir das Ding richtig vorbereiten. Eigentlich mega simpel. Wir waschen das einmal richtig gut ab, trocknen es ab und dann brennen wir es hier auf dem Grill einmal mit einer hauchdünnen Schicht Öl ein. Und dann sind wir ready und sehen uns gleich wieder. Also, los geht's! Ja! Gut, jetzt haben wir das gute Ding hier abgewaschen. Das geht ziemlich schnell, Leute. Gut trocken wischen. Nehmt da gerne auch noch so ein bisschen Küchenkrepp. Das ist auch immer ganz gut. Da kriegt man nochmal die Stellen, die letzten Flecken und die letzten Wasserstellen damit weg. So. Das sieht doch ziemlich gut aus. So, was wir jetzt machen müssen, Leute, ist, das kurz mal einzubrennen. Ihr könnt das natürlich auch direkt so verwenden, wie eine normale Edelstahlpfanne, die ihr zu Hause habt, auch. Was ihr vielleicht auch wisst, wenn ihr eine Edelstahlpfanne habt, ist, dass die öfter gerne mal unten anpappen. Und das passiert, wenn wir
erst, also wenn die noch relativ neu ist oder wenn wir mit zu wenig Öl arbeiten. Deswegen probieren wir jetzt hier so eine ganz kleine Schicht, eine ganz kleine Patina aufzutragen, um so ein klein bisschen Effekt von Antihaft zu erschaffen, damit nicht alles kleben bleibt. Und Leute, selbst wenn was kleben bleibt, ne, man sagt so immer in der Grill- und Kochsprache, lasset liegen, der Rost oder die Pfanne gibt es von selber frei. Das nur als kleiner Tipp nebenan. Lasst es liegen. Es bildet sich eine Kruste. Sobald die Kruste gebildet ist, könnt das runternehmen. Es klebt nichts an. Aber natürlich wollen wir, weil wir möchten ja auch Spiegeleier darauf machen. Wir möchten Bacon darauf. Oh, Bacon können wir gleich noch drauf machen. Sorry, lieber Bacon, dass ich dich verschmäht habe. Wir machen unsere Würste drauf und sonst wie. Deswegen ist das ziemlich gut, wenn wir eine gute Antihafteigenschaft haben. Und das geht relativ simpel, genauso wie bei Gusseisen. Nur fast ein bisschen einfacher. Ich nehme hier ein bisschen von einem Raps- oder Sonnenblumenöl. Ich mache einfach hier so ein kleines Müh hier unten drunter und verteile das. Daran sieht man jetzt auch schön, dass die Theke etwas schräg ist, weil... die Theke ist nicht schräg. Guck mal, Sebi. Und jetzt gehe ich einfach hier hin und verteile das wirklich hauchdünn. Bitte auch da, genauso wie bei Gusseisen, nicht zu viel drauf machen. Eine hauchdünne Schicht reicht da schon, denn sonst wird euch das komplett verbrennen. Ihr habt Flecke, ich habe dann Camouflage-Muster. Wer das geil findet, kann das natürlich auch gerne machen. Aber ja, muss ja nicht sein. Und dann packen wir es einfach auf den Grill und schmeißen den an. Sebi, siehst du das? Ich trage hier, es ist wirklich nur eine hauchdünne Schicht. Ich mache hier oben die Seiten auch so ein bisschen. Und dann, Sebi, ist es schon soweit. Gucken wir mal, ob es passt. Und Leute, ob wir auch wirklich mitgedacht haben an alle Öhrnützer. Denn wir haben ja einen Heckbrenner hinten drin. Schauen wir doch mal, was die Bernhards da gemacht haben. So, wie ihr seht, passt es auch perfekt unter euren Heckbrenner, also keine Panik, das geht gut. Ihr könnt das jetzt, wie ihr seht, Sebi, guck mal, das sind zwei Roste jetzt hier, ne? Ihr habt jetzt entweder die Möglichkeit, diese zwei Roste rauszunehmen und die wirklich fest einzusetzen, oder ihr macht es wie ich, ihr legt die einfach drauf und habt sogar vielleicht die Möglichkeit, die noch zu verschieben, wenn er vielleicht da erstmal was vorbereiten wollt und den Platz dann gleich braucht. Also ich lasse es immer oben drauf einfach stehen. Aber ihr seid die Architekten. So, und jetzt ist es ganz einfach, Leute. Wir machen hier unsere Flammen an, alles hohe Hitze. Ich mache jetzt den Deckel zu und lasse das Teil jetzt wirklich mal 20 Minuten einfach einbrennen. Und wenn es eingebrannt ist, Leute, werden wir dann endlich die Wurst und das Steak draufpacken. Bedenkt nur allgemein, Edelstahl braucht immer ein bisschen mehr Fett als Gusseisen. Wir können hier nicht so eine Patina herstellen wie in einer Gusspfanne. Aber auch da werden wir einen Antihafteffekt erzielen. Deswegen, wenn ihr die noch neu habt, nehmt danach immer ein bisschen mehr Öl. Wenn ihr ein Steak habt, ölt das Steak vorher ein und packt das drauf. Je öfter ihr Öl verwendet am Anfang, vielleicht ein bisschen mehr, desto mehr kommt dann auch dieser Patina-Effekt, wie man so schön sagt, dieser Antihafteffekt zustande. Es wird mit der Zeit nur besser. Das Ding wird schmutziger, das sieht immer beschissener aus. Dafür wird aber die Antihaftbeschichtung oder die Antihafteigenschaften besser und es bekommt einfach Charakter. Der Bacon hilft bestimmt auch. Bacon hilft immer. Leute, es ist soweit. Wir haben jetzt eine gute halbe Stunde gewartet. Und eine Sache, bevor ich das jetzt aufmache und ihr jetzt den Schreck eures Lebens bekommt, möchte ich noch sagen, Leute, diese schöne Edelstahlplatte, diese schön glänzende Edelstahl in glänzender Edelstahlrüstung, das sieht nur einmal so aus. Und zwar nur einmal, wenn ihr es auspackt oder nicht benutzt. Denn durchs Aufreiben des Öls und das hier reinpacken, Edelstahl verfärbt sich. Und das ist ein komplett natürlicher Prozess des Materials, Leute. Das hat keinen Einfluss auf das Gar- oder Bratverhalten. Das ist einfach das Material, so wie es ist. Ab circa, ich glaube, nagelt mich nicht drauf fest, ich glaube, so ab 150, 160 Grad verfärbt sich Edelstahl nämlich so leicht blau-violett. Und wenn es dann darüber hinausgeht, ich glaube, so ab über 200 oder bis 300 Grad wird das wirklich so ein bisschen, wie sagt man, fast bronzeartig, ein bisschen dunkel. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Ich habe noch nicht reingeguckt. Mal sehen, ob ich Scheiß erzähle oder nicht. Ah ja, guck mal. Sebi, siehst du das? Ja. Kannst du ja gleich nochmal den Vergleich zeigen hier zwischen dem alten Ding. So schaut das aus, Leute. Und das ist aber ein gutes Zeichen. Wir sehen hier diese etwas dunkleren Striche.
Da habe ich einfach schlecht gearbeitet. Ihr habt gesehen, ich habe das Öl so aufgetragen, habe ich nochmal so gemacht. Wenn ihr wirklich möchtet, dass das gleichmäßig ist, macht es wirklich in eine Richtung, wartet kurz, tragt dann nochmal mit einem zweiten Tuch ein bisschen ab. Auftragen, polieren. Wir brauchen für den ersten Durchgang wirklich nur eine sehr, sehr dünne Ölschicht und den Rest regelt der Markt, wie es so schön sagt. Den Rest regeln eure Grillgänge, die ihr dann danach macht, über die mehreren Wochen, über Monate, Jahre etc. etc. Okay, Sebi, Platte ist wunderschön heiß. Ich habe hier schon alles liegen. Hast du Bock, dass wir in so eine B-Roll gehen und einfach den Leuten mal unser Angrillen zeigen hier, wie schön das ist? Ich habe mir auch extra, weil super ist das natürlich immer, wenn man hier so ein Schaber hat. Das ist jetzt quasi hier unser Scraper aus dem 6-teiligen Burger-Set. Ich habe jetzt natürlich einfach, ich sitze natürlich an der Quelle, Leute. Ich habe jetzt 2 davon. Wollen nicht mal zeigen, wenn man es hat. Ihr könnt da auch ganz normale andere Scraper nehmen. Gibt es, glaube ich, auch überall zu kaufen. Wenn ihr das Burger-Set eh habt, ist das eine gute Sache. Und das Erste, was ich mache, werdet ihr gleich sehen, ich mache ein bisschen Öl hier drauf und verteile das dann mit der flachen Seite. Ich verteile das hier einmal so drüber, dass ich überall eine dünne Schicht habe. Also benutzt wirklich diesen Spachtel, diesen Scraper dafür. Ist wie gemacht. Nicht wundern, wenn ich jetzt ein bisschen mehr Öl verwende, selbst wenn ich Bacon drauf packe. Wie gesagt, bei der ersten Verwendung brauchen wir immer noch ein bisschen mehr Öl, damit sich das alles so ein bisschen settelt, damit nichts anpappt. Und das ist es eigentlich, Leute. Ich hoffe, ihr seid genauso hyped wie ich. Das Ding macht wirklich einfach Sinn, egal ob im Einer oder im Zweier. Alles, was euer Herz begehrt, was sonst durch den Grillrost fällt, ist damit abgedeckt. Egal ob Pilzpfanne, egal ob Spargelspitzen für Mutti im Salat, egal ob Philly Cheesesteak, egal ob Ranch Frühstück mit Bacon und Spiegeleiern. Egal ob Philly Cheesesteak, hatte ich das schon? Mhm. Egal ob Philly Cheesesteak. Egal ob Philly Cheesesteak. Egal ob Smash Patties, da habt ihr wirklich Platz hier. Guck mal, 3, 6, kriegt ihr bestimmt 9 Dinger auf jeden Fall hin. Egal ob Bratkartoffeln, egal ob Bulgogi. You name it, you put it drauf und es fällt halt nichts durch. Das ist das Schöne an so einem Flap-Top. Also Leute, viel Spaß mit der B-Roll. Ich hoffe, ihr habt Hunger. Hier oben sind nochmal alle Infos, da kommt ihr direkt hin. Ich sag schon mal Tschüss. Wir sehen uns. Freitag ist ja schon übermorgen quasi. Ciao, Kakao. Subscribe, 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 subscribe.